bereits haben für unser Leben, sondern auch das, was noch aussteht, das, was noch gar nicht sichtbar ist. Verstehst du, ein neuer Himmel und eine neue Erde, das ist eine Verheißung, die noch gar nicht sichtbar sind. Während noch eben viele oder ein großer Teil der Menschen, und ich glaube, dass das wirklich zu einer entscheidenden Frage noch werden wird, ganz, ganz offen. Glaubst du, dass diese Erde zu retten ist oder glaubst du, dass sie nicht zu retten ist? Das wird zu einer Gewissensfrage werden. Und du wirst dir vorkommen wie ein Schuft im Angesicht all derer, die behaupten, ja, wir können mit vereinten Kräften, und wenn wir jetzt den Hebel umlegen, dann können wir die Welt noch retten. Wenn du im Angesicht all dieser Leute sagst, nein, wir können sie nicht retten. Und zwar allein deswegen, weil das Wort Gottes sagt, dass diese Erde zum Untergang bestimmt ist. Das habe ich meinem Kollegen im Gefängnis dann auch gesagt. Ah ja, okay, ja, er wusste das schon irgendwie und wir hatten auch keinen Streit deswegen oder irgendetwas. Aber es war einfach interessant zu sehen, wie der unerneuerte Mensch, er kann nicht anders denken als in diese Richtung. Aber wir sind von einem anderen Geist geboren. Amen. Wir sind nicht von dieser Welt. Bitte schminkt dir das ab. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind aus Gott geboren. Und weil wir aus Gott geboren sind, überwinden wir diese Welt. Halleluja. Aber die Frage ist, wie tun wir es? Wie kannst du im Angesicht all dessen, was da sich am Zusammenbrauen ist, festbleiben? Wie kannst du überzeugt bleiben? Versteht ihr? Und es geht nicht um einen Kampf um des Kämpfens willen oder so. Es geht nicht darum, wir müssen einfach das Richtige bekennen, sondern du musst überzeugt sein von dem, was du glaubst. Und zwar in deinem tiefsten Inneren. Wir kommen in eine Zeit rein, wo es nicht mehr genügt, einfach nur ein Mitläufer zu sein. Denn Mitläufer sind nicht wirklich überzeugt. Mitläufer laufen deswegen mit, weil es opportun ist, weil es passt, weil es angenehm ist im Moment, weil es im Moment das Richtige scheint zu tun. Amen. Aber du und ich, wir sind berufen, gegen den Strom zu schwimmen. Warum können wir das tun? Weil Gott gesagt hat, er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen in diesem Zusammenhang. Halleluja. Ist das eine Verheißung? Amen, das ist eine Verheißung, die vollkommen aussteht. Siehst du irgendwelche Anzeichen davon? Nein, nicht wirklich. Du siehst höchstens Anzeichen davon, dass die alte Erde und der alte Himmel es nicht mehr allzu lange machen. Aber du siehst keine Anzeichen dafür, dass eine neue Erde und ein neuer Himmel schon parat sind und von Gott gesandt werden. Das siehst du noch nicht, also musst du es glauben. Und dort entscheidet sich, wie echt dein Glaube und wie echt dein Christentum ist. Stellst du dich auf diese Seite, glaubst du bedingungslos dem, was Gott gesagt hat, dass es sich genauso erfüllen wird, wie er gesagt hat, oder bist du so für dich irgendwie innerlich zumindest und manchmal auch äußerlich im Zweifel und denkst, naja, also wenn wir irgendwie diese Erde retten könnten, es wäre schon schön. Just a little bit longer. Nun gut, okay, das war alles Vorrede. Wir waren bei Hebräer 3, Vers 14. Hebräer 3, Vers 14 war die Stelle, über die ich damals gepredigt habe, denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Und meine Predigt von vor einigen Wochen lief darauf hinaus, euch zu erklären, was diese anfängliche Zuversicht auch bedeuten kann. Nun, du könntest sagen, klar, die anfängliche Zuversicht, das gibt es auch, ja. Und an der sollen wir auch festhalten. Wer kann sich erinnern, als du frisch bekehrt warst, wie deine Zuversicht da aussah? Halleluja. Weißt du, wenn ich zurückdenke, es ist jetzt 35 Jahre her, dass ich mich bekehrt habe und die erste Zeit danach, ich hätte alles geglaubt. Also nicht allen Blödsinn, sondern was immer du mir aus der Bibel präsentiert hast und hättest, hätte ich geglaubt. Ich hätte nicht zweifeln wollen. Ich hatte die absolute Zuversicht und Gewissheit, Jesus kommt bald, wir werden noch ein paar Jahre hier sein, glorreich evangelisieren, weitere Menschen ins Reich Gottes holen, Gemeinde bauen in der einen oder anderen Form, den Herrn verherrlichen und so weiter. Das war mir eine solche Zuversicht.
Und natürlich geht es auch darum, diese anfängliche Zuversicht festzuhalten und sie dir nicht vom Wechsel der Zeiten rauben zu lassen. Und verstehst du, ich erwähne das nicht, um euch irgendwie Eindruck zu machen, dass ich jetzt 35 Jahre gläubig bin, aber es ist ein Fakt. Amen. Ich bin seit 35 Jahren gläubig und da hast du einiges gesehen. In 35 Jahren kannst du einiges gesehen haben. Amen. Kommen und gehen und wechselnde Moden und Betonungen und leider nicht zuletzt auch Leute, die groß wurden und wieder in der Versenkung verschwanden. Ich rede vom Leib Christi. Lehren, Irrlehren und so weiter und so fort, die kamen und gingen. All das konnte ich sehen und habe ich bezeugt. Und deswegen kann ich auch bezeugen, es fiel mir nicht immer leicht, die anfängliche Zuversicht festzuhalten. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ich weiß nicht, wie lange du schon gläubig bist. Ich weiß nicht, was du am Anfang geglaubt hast und was du jetzt noch glaubst von all dem, was du am Anfang geglaubt hast. Ich hoffe möglichst viel oder eigentlich sogar alles. Ich hoffe für dich, dass du jetzt noch tiefer glaubst, das, was du am Anfang schon geglaubt hast, als du es damals geglaubt hast. Denn eigentlich sollte das die gesunde Bewegung sein, die ein Christ macht. Es sollte nicht weniger werden, sondern mehr. Natürlich verändert sich dein Glaube über die Jahre. Dein Glaube wird vielleicht nüchterner. Aber ist das ein Fehler? Nein, das ist kein Fehler. Versteht ihr? Mein Glaube war sehr gefühlsbetont am Anfang. Inzwischen ist er sehr nüchtern geworden. Und trotzdem kann ich mich immer auch noch freuen und jubeln. Halleluja, ich gehöre auch zu denen, die gerne jubeln. Preis dem Herrn. Weil, weißt du, manchmal müssen wir einfach dieses Rationale durchbrechen. Wir müssen dem etwas entgegensetzen, diesen Stimmen, die da sagen, ihr habt nichts zu jubeln. Hier gibt es nichts zu jubeln. Doch, hier gibt es immer was zu jubeln. Halleluja. Weil der Herr hier ist. Weil der Herr lebt. Weil der Herr seine Verheißungen erfüllt. Wegen all dem und noch viel mehr können wir jubeln und sollen wir jubeln. Preis dem Herrn. Nun, wie gesagt, in Hebräer 3, Vers 14, zweiter Teil, heißt es, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Und wenn du den Vers nur so verstehen würdest, hättest du schon viel gewonnen und wüsstest schon ziemlich genau, in welche Richtung es geht und was du zu tun hast. Amen. Deswegen, wir verachten das in keiner Weise. Aber im Griechischen heißt es hier, ten archen tes hypostaseos. Und das bedeutet, verstehst du, ten archen ist schon ein Substantiv und bedeutet nicht anfänglich, weil anfänglich ist ein Adjektiv. Für die Grammatikfans unter uns, was ist die stärkere Wortart? Das Adjektiv oder das Substantiv? Ja, das Substantiv höre ich ganz leise flüstern. Man ist sich unsicher. Nun, Grammatik war auch nie meine Stärke. Ich habe das alles irgendwo noch im Laufe der Jahre gelernt, beim Studium des griechischen Neuen Testaments und so weiter. Aber davor hätte ich dir auch viele Dinge nicht sagen können. Aber ja, ein Substantiv ist ein stärkeres Wort als ein Adjektiv. Ein Adjektiv beschreibt nur etwas oder wie etwas ist, während ein Substantiv die Sache selbst ist. Verstehst du? Ja. Danke. Ist ja eigentlich auch nicht schwer zu verstehen. Aber deswegen erkläre ich das. Ten Archen bedeutet der Anfang. Verstehst du? Es bedeutet nicht anfänglich. Und ich bin immer skeptisch, ich bin immer ein bisschen auf der Hut, wenn ich so etwas sehe im Griechischen und dass man aus einer Substantivformulierung einfach ein Adjektiv macht. Nur weil man nicht weiß, wie man es anders einordnen soll. Ten Archen, der Anfang bedeutet das, nicht anfänglich. Und dann geht es weiter, Tes Hypostaseos, der Anfang der Zuversicht, wenn du es denn erstmal mit Zuversicht übersetzen willst. Hypostasis bedeutet die Zuversicht, aber eigentlich bedeutet es das Daruntergestellte, die Grundlage, das wahre Wesen im Gegensatz zum Scheinbaren oder Vergänglichen. Vielleicht erinnert ihr euch an all das und ihr denkt, hoffentlich hört ihr bald auf mit der Wiederholung. Aber wenn es dir so geht wie mir, verstehst du, ich musste mir das selber wieder neu vergegenwärtigen, um es heute Morgen wieder so predigen zu können, wie ich es gerade tue. Das sind nicht Dinge und manchmal frage ich mich,
Gestern habe ich mich gefragt, Herr, warum fällt es mir so schwer, Schriftstellen auswendig zu lernen über Gemeindewachstum? Weißt du, was der Herr gesagt hat? Ist doch ganz einfach, der Teufel kommt und raubt das Wort. Und in manchen Bereichen fällt es ihm leichter, das Wort zu rauben, als in anderen. Amen. Sei nicht erstaunt, wenn du denkst, Mann, also jetzt zum 50. Mal proklamiere ich diesen Vers und ich weiß immer noch nicht, wo er steht. Ich habe schon mehrere Anläufe unternommen, mir Kapitel, also Buch, Kapitel und Vers zu merken. Und jedes Mal denke ich wieder, war es jetzt 3. Mose oder 4. Mose? War es Kapitel 26 oder 28? Waren es die Verse 7 oder 8? Nein, es sind die Verse 8 und 9 in 3. Mose 26. Halleluja. Warum passiert das? Weil der Teufel kommt und das Wort rauben will. Genauso will er auch deine Zuversicht rauben. Genauso will er aber auch die Grundlage rauben. Er will das rauben, was darunter gestellt ist. Diese Kanzel hier, so unsichtbar sie scheinen mag, so stabil und fest ist sie trotzdem. Und sie ist das darunter gestellte. Amen. Das ist die Bedeutung des Wortes Hypostasis. Das darunter gestellte. Denn ohne dieses darunter gestellte könnte diese Bibel hier nicht liegen. Ohne das Daruntergestellte, der Hypostasis in deinem Leben, könnte das, was du oben drauflegen willst, nicht dort sein. Was der Schreiber an die Hebräer hier eigentlich sagt, ist, wenn wir den Anfang der eigentlichen Wirklichkeit, wenn wir den Anfang dessen, was daruntergestellt ist, wenn wir den Anfang der Substanz bis zum Ende standhaft festhalten, dann sind wir Teilhaber des Christus. Jetzt magst du sagen, ja, was ist der Unterschied, Pastor Manfred? Der Unterschied ist folgender. Die Art und Weise, wie du deine anfängliche Zuversicht festhältst und festhalten kannst, und auf anderen Wegen wird es nicht gehen, ist, dass du an dem festhältst, was du von Anfang an hattest, und das sind die Verheißungen. Halleluja. Was ist das daruntergestellt? Lasst uns einen Moment darüber nachdenken. Was ist dieser Anfang der Wirklichkeit? Und warum wird es der Anfang der Wirklichkeit genannt? Ist dir schon mal aufgefallen, dass Wirklichkeit nicht etwas ist, zumindest nicht im geistlichen Sinne, das immer in vollem Umfang und in vollem Maße da ist? Jeder von uns, der ein echter Christ ist, hat sich auf etwas eingelassen, was man den Anfang der Wirklichkeit nennen könnte. Amen. Du hast dich auf eine Verheißung eingelassen. Diese Verheißung lautet, du wirst sofort erlöst. Wenn du an den Namen Jesus glaubst und ihn anrufst, wirst du sofort erlöst. Du wirst sofort herausgerissen aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Du wirst sofort eine neue Schöpfung. Sofort wirkt der Heilige Geist in dir und kommt in die Fülle in dich, wenn du das möchtest und wünschst. All das geschieht sofort. Aber zum Beispiel eine Verheißung, die weit über das Anfangsmaß hinausgeht, ist, dass du einen verherrlichten Leib haben wirst. Dass du einen Auferstehungsleib bekommst. Dass du eines Tages, wenn es die Zeit so will, entrückt wirst. Dass der Herr eines Tages wiederkehrt, auf diese Erde zu richten, Lebendige und Tote. Dass der Herr zurückkehren wird, um hier ein tausendjähriges Reich aufzurichten. All das ist noch nicht da. Du siehst es noch nicht. Es ist noch nicht Wirklichkeit. Aber wir sind berufen, es genauso sehr als Wirklichkeit festzuhalten, wie das, was wir schon erlebt oder gesehen haben. Darin besteht zu einem ganz großen Teil Christsein. Du magst sagen, was ist daran so revolutionär, Pastor Manfred? Nichts. Daran ist eigentlich nichts revolutionär. Was das Revolutionäre daran ist, wenn du so willst, ist, dass viele heute eine Form von Christentum suchen, ja danach streben, ja scheinbar eine gefunden haben und sie deswegen auch pflegen, die nicht mehr auf dieser Grundlage funktioniert.
sondern sie glauben nur noch an das, was sie jetzt sehen können. Sie glauben nur noch an das, was sich in ihrer Lebenszeit erfüllen kann. Weißt du, warum so viele Christen aufspringen auf den Zug der Rettung der Welt? Weil sie denken, weil sie nicht wirklich glauben, dass danach etwas kommt, das weit besser ist als das, was sie hier vielleicht sogar verleugnen werden müssen. Aber das heißt nur, dass du nicht verstanden hast, was wahres Christsein von jeher war. Die ersten Christen hatten es in mancher Hinsicht leichter als wir. Ihnen blühte nämlich unter Umständen eine sehr blutige Zukunft. Weißt du, nicht allzu lange nachdem Christus in den Himmel aufgefahren war, die erste Gemeinde entstanden war, die Gemeinde sich ausbreitete, das Christentum sich ausbreitete, wurde es aufs Heftigste verfolgt. Du konntest dich also gar nicht erst eigentlich diesem Irrtum hingeben, dass du alles, was du dir wünschst, schon in diesem Leben erfahren kannst. Die Leute hatten von daher eine viel stärkere Jenseitserwartung. Im Laufe der Jahrhunderte wurde uns diese Jenseitserwartung fast vollständig ausgetrieben und ersetzt durch das, was man heute in manchen Kreisen Kingdom Now Theology nennt. Also das Königreich ist jetzt und alles, was das Königreich ist und zu bieten hat, muss jetzt erfahren werden können. Und wenn es noch nicht erfahren wird, ist es anzustreben, dass wir es erfahren können. Und deswegen gibt es Teile des Leibes Christi, die sogar ihre Theologie dahingehend verändert haben, dass sie nicht mehr an eine Entrückung glauben. Sie glauben nicht mehr an diese ganzen endzeitlichen Dinge, die geschehen werden gemäß dem Buch der Offenbarung, gemäß anderen Teilen des Neuen Testaments. Warum? Weil ihnen das einen Strich durch die Rechnung machen würde, dahingehend, dass sie jetzt in diesem Leben vielleicht nicht alles werden erfahren können, was sie gerne möchten. Ich habe von einem sehr bekannten, in Amerika sehr bekannten Lehrer, ein Statement gelesen bezüglich seiner Endzeit-Theologie. Und weißt du, wie er formuliert, weißt du, wie er argumentiert? Er sagt, ich kann doch keine Endzeit-Theologie haben, die es meinen Kindern unmöglich macht, eine herrliche Zukunft zu haben. So argumentieren manche Leute. Nun, weißt du, ich bin nicht Herr über die Zeiten. Ich bin nicht Herr über eschatologische Abläufe. Ich bin nicht der, der weiß, wann Jesus wiederkommt. Ich wünsche meinen Kindern jeden Segen, jede Erfahrung, jeden Berufsweg, den sie machen können, jedes Familienglück, das man auf dieser Erde haben kann. Amen. Auf jeden Fall, da machen wir keine Abstriche. Wenn der Herr will und wir leben, da kannst du das jetzt mal wirklich sagen. Du solltest das nicht andauernd als Phrase irgendwo einschieben, wenn der Herr will und wir leben. Aber du darfst es sagen, wenn es um diese größeren Zusammenhänge geht, im endzeitlichen Sinn. Aber wenn der Herr wählt, morgen oder übermorgen oder in 3 Wochen zu kommen, wer bin ich, dass ich kurz vorher, dass ich dann Lügen gestraft werde durch die Realität, meine Theologie abändere und sage, nein, aber ich kann mir eigentlich nur eine Theologie leisten oder erlauben, die auch meinen Kindern noch ein gutes Leben gewährt. Das nenne ich Theologie aus dem Bastelkasten. Amen. Okay. Aber wir reden über die Verheißung. Lass uns einfach diesen Teil nochmal zusammenfassen und abschließen dann. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir denn den Anfang der Wirklichkeit beständig festhalten. Und dieser Anfang der Wirklichkeit, das ist die Bereitschaft, an den Verheißungen festzuhalten, in den Verheißungen zu leben und durch die Verheißungen zu leben. Halleluja. Und ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen hungrig geworden, zu erfahren, wie man in den Verheißungen leben kann und was der Herr damit genau meint und so weiter. Weil da möchte ich ein bisschen reingehen. Heute Morgen, wahrscheinlich auch nächsten Sonntag und dann auch des Weiteren noch, wie der Herr führt. Ich will keine Endlosserien mehr halten, aber wenn der Herr so führt, dann werde ich mich auch nicht sträuben dagegen. Was ist der Anfang der Wirklichkeit? Es ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hebräer 11.
Der Anfang der Wirklichkeit, zu dem wir berufen sind, ihn festzuhalten, ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist Christentum, das ist echtes Christentum. Ja, aber ich habe auch ein schönes Leben, weil ich den Herrn in meinem Leben spüre und der Papa ist da und ich sitze in seinem Schoß. Amen. Du hältst gerade fest an einer unsichtbaren Wirklichkeit. Wunderbar, wenn du den Herrn so erfährst, dann preist dem Herrn. Aber wenn du ihn mal nicht so fühlst und nicht so erlebst, dann bitte spring deswegen nicht ab. Bitte lebe weiterhin in der unsichtbaren Wirklichkeit, auch wenn du sie gerade nicht spürst, auch wenn du Gott gerade nicht schmeckst, auch wenn gerade keine Lightshow geboten wird, kein Trockennebel fabriziert wird und keine super Band spielt oder sonst irgendwas. Amen. Was ist der Anfang der Wirklichkeit? Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja, deshalb auch durch ihn, das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Du könntest sagen, diese ganze Hypostasis, mit der wir es zu tun haben im christlichen Leben, diese ganze Grundlage, diese ganze Wirklichkeit, diese ganze Zuversicht besteht aus der Summe aller Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Halleluja. Welche Verheißungen, Pastor Manfred? Alle Verheißungen. Und wenn du diesen Vers hier richtig einordnest, auch historisch richtig einordnest, dann musst du sagen, Paulus kann hier eigentlich nur von den Verheißungen des Alten Testaments reden. Und natürlich von dem, was bis dahin bereits mündlich überliefert worden war, von dem, was Jesus verheißen hat. Aber weißt du, diese Leute haben nie nur auf mündlicher Überlieferung argumentiert. Ein Paulus hat nie sich auf diesen Ast herausgelassen und gesagt, Christus hat gesagt deswegen. Sondern da ist immer auch eine noch tiefere Argumentationsebene und die war zu seiner Zeit insbesondere das Alte Testament. Die Schrift sagt, die Schriften sagen, die Schrift musste erfüllt werden. Halleluja. Prophet so und so hat gesagt. Prophet so und so hat dies gesagt, wie schon der Prophet so und so gesagt hat. Das spielt immer eine wichtige Rolle. Deswegen kannst du 2. Korinther 1, Vers 20 genauso verstehen, wie wir es meistens tun. Nämlich als eine Bestätigung auch an uns aller alttestamentlicher Verheißungen. Und das ist ein Grund, warum wir zum Beispiel die Sprüche nehmen, daraus Wohlstandsverheißungen heraussuchen und sagen, ha, das gilt auch uns. Ohne dass wir Söhne Salomos, Söhne Davids oder auch nur Kinder Abrahams wären im leibhaftigen Sinn. Wir sind es in einem viel besseren Sinn, nämlich wir sind es im wahren Geist der Sache. Halleluja. Deswegen lasst ihr nie von irgendjemandem einreden, ja, ihr argumentiert ja nur mit dem Alten Testament. Eure Wohlstandshoffnung beruht ja nur auf dem Alten Testament. Was heißt hier nur? Verstehst du? Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt. Beachtet den genauen Wortlaut. Gottes, nicht Jesu Christi. Das ist ein Unterschied in diesem Zusammenhang, wenn du es genau nimmst. Und wir nehmen es genau hier. Darum übrigens auch Römer 10, Vers 17, Glaube kommt aus dem Wort Gottes, nicht aus dem Wort Christi. Nestle Aland, Wort Christi, Textus Receptus, Wort Gottes, umfassender. Der Glaube, den wir haben, kommt aus all dem, was das Wort Gottes sagt. Halleluja! Natürlich hat Christus die meisten dieser Dinge bestätigt und so weiter. Aber im Sinne der Sache bleiben wir doch bei der Textgrundlage und der Lesart des Textus Receptus. Weil es ist das Wort Gottes, das wir glauben und das den Glauben in uns hervorbringt. Nicht nur die Worte Christi. Verstehst du, das hat nämlich manche Leute dazu verleitet, ihre Red Letter Edition Bible zu nehmen und nur noch zu lesen, was Jesus gesagt hat.
Und das kannst du schon zu Studienzwecken einmal tun, nur zu lesen, was Jesus gesagt hat. Aber bitte vergiss auch nicht zu lesen, was Paulus gesagt hat. Bitte vergiss nicht zu lesen, was Johannes, was Lukas gesagt hat, was und so weiter. Was sie alle gesagt haben, die Schreiber des Neuen Testaments. Denn das ist genauso Wort Gottes. Eigentlich bin ich kein Fan von Red Letter Edition Bibles, also wo all der ganze Text in direkter Rede von Jesus rot gedruckt ist. Erstens stört mich das optisch. Und zweitens weiß ich gar nicht, ob das wirklich zielführend ist. Verstehst du? Warum ist das nicht zielführend, Pastor Manfred? Weil einerseits hat es natürlich Gewicht, was Jesus gesagt hat, aber weißt du was? In der Haushaltung des ewigen Gottes, der gesagt hat, dieses ganze Buch hier ist heilig und von Gott inspiriert, eingehaucht, ausgehaucht, eingeatmet, ist jedes Wort, das hier steht, genauso gültig und genauso wichtig wie jedes Wort, das Jesus Christus in direkter Rede gesprochen hat. Wer es nehmen kann, nehme es. Wer es fassen kann, fasse es. Aber es ist die Wahrheit. Verstehst du, weil sonst würdest du ja eine Art Zwei-Klassen-Bibel einführen. Du würdest sagen, okay, also was Paulus gesagt hat, ja, es ist schon auch inspiriert und irgendwie über Umwege hat es den Weg in die Bibel gefunden. Aber wirklich Wort Gottes ist nur, was Christus gesagt hat. Und manche denken so. Und manche argumentieren so. Und manche leben so. Und manche fangen an, ihre Theologie so zu verändern. Und weil Christus nicht sehr viel über Gemeinde gesagt hat zum Beispiel, guess what? Rate mal, was sie daraus für Schlüsse ziehen. Gemeinde kann nicht so wichtig sein. Wir müssen wieder Christus zentriert werden. Amen. Amen, müssen wir. Aber das bedeutet nicht, dass wir nur noch lesen, was er gesagt hat. Während seines irdischen Dienstes, der 3,5 Jahre dauerte und alles andere ausblenden oder irgendwo an die Seitenlinie schieben, weil es angeblich nicht so wichtig ist. Das gibt dir jedes Recht, für dich eine alttestamentliche Verheißung zu finden und zu sagen, so wird es in meinem Leben sein. Jesaja 54, 13. Alle meine Kinder werden von dem Herrn gelehrt und der Friede meiner Kinder wird groß sein. Halleluja! Ja, hast du dafür auch eine neutestamentliche Entsprechung? Nein, im Moment nicht, aber es ist auch egal. Weil die Verheißungen des Alten Testaments für mich genauso gültig sind und ich halte genauso fest an ihnen. Und deswegen kann ich mit vollster Überzeugung proklamieren, 5. Mose 8, Vers 18, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Halleluja. Ja, aber das ist Altes Testament. Nein, das ist 2. Korinther 1, Vers 20, mein Lieber. So viele Verheißungen Gottes es gibt. In ihm, in Christus, ist das Ja geschehen zu diesen Verheißungen. Halleluja. Sie wurden übernommen. Halleluja. Stell es dir so vor, wenn du willst, dass mit dem Wechsel zwischen altem und neuem Bund sich die Dreieinigkeit zusammengesetzt hat und darüber beschlossen hat, was können wir und was wollen wir alles übernehmen aus dem alten Bund. Und Christus war der Erste, der sich zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, in mir ist es alles Ja und Amen. Halleluja. Ich meine, was würdest du sonst mit den Verheißungen machen, für das physische, natürliche Volk Israel, die noch ausstehen. Ja eben, das ist nur für die. Ja, natürlich gibt es einen Bereich, der nur für die ist. Bitte beanspruch nicht für dich das Land Israel. Obwohl ich schon glaube, dass wir zum Beispiel, wenn wir das denn wollen und es zu unserer Berufung gehört, spätestens im tausendjährigen Reich auch für das Land Israel im geografischen Sinne eine ganz besondere Bedeutung haben können und werden. Also ich habe noch eine Rechnung offen mit Israel. Und das meine ich jetzt im besten Sinn, ja, ihr versteht mich. Ich möchte dort noch ein paar
lebendige Gemeinden sehen. Weil, weißt du, während der ganzen Zeit, wo ich dort war in Israel, die 5 Monate, 5,5 Monate, war ich in vielen oder in einigen Gemeinden und da gab es nicht viel echtes geistliches Leben dort. Das meiste war durchsetzt mit jüdischer Tradition, mit jüdischer Gesetzlichkeit, aber die Freiheit in Christus mangelte. Und ich glaube nicht, dass es heute sehr viel besser ist. Aber das ist ein anderes Thema. Preis dem Herrn, lass uns zu einer nächsten Schriftstelle kommen. Und heute werden wir nicht weiterkommen, aber das macht nichts. Die ist so umfassend und tief, dass es sich lohnt, auch darüber schon eine ganze Weile nachzudenken. Und zwar ist das 2. Petrus 1, die Verse 3 und 4. 2. Petrus 1, die Verse 3 und 4. Ich gehe für einmal nicht so vor, dass ich eine Art Wortstudium mache, zugrunde lege, wo ich alle Schriftstellen mir erstmal anschaue, wo das Wort Verheißung vorkommt und so weiter. Ich denke, das könnte ziemlich ausufern, deswegen machen wir das auch nicht. Sondern ich lasse mich vom Geist führen und bringe euch Stellen, die es wirklich in sich haben und auch das Konzept natürlich so vermitteln, dass ihr sagt, ja, genau so will ich auch leben. Halleluja. Hast du, wenn du dir gute Vorsätze nehmen willst für das Jahr 2020, dann nimm dir bitte auch folgenden guten Vorsatz, nämlich sag für dich, du musst das noch nicht öffentlich bekennen oder proklamieren, ich möchte gerne ein Mensch der Verheißungen werden. Ich möchte gerne in den Verheißungen und durch die Verheißungen leben. Warum ist das wichtig? Weil das, was die Welt anzubieten hat, wird immer fragwürdiger. Und es wird auch immer fragwürdiger, wie lange es uns noch zusteht. Ja, du malst den Teufel an die Wand, Pastor, man, nein, überhaupt nicht. Ich male weder den Teufel an die Wand, warum sollte ich das tun, noch sage ich irgendetwas Negatives, nur damit etwas Negatives gesagt ist, sondern ich versuche euch ein bisschen Stück für Stück vorzubereiten auf die Zeiten, die vor uns liegen. Und da wird nicht alles easy sein. Ich meine, jeder von uns, der sich ein bisschen befasst hat mit Endzeit und endzeitlichen Entwicklungen, wahrscheinlich hast du auch schon davon gehört, dass eigentlich die Pläne dafür, dass man allen Menschen einen Chip implantieren kann, dass diese Pläne schon lange in der Schublade liegen, dass das zum Teil schon praktiziert wird, firmenintern, ja, bei irgendwelchen großen Firmen, insbesondere in Schweden. Zum Beispiel Schweden ist da Vorreiter. Du hast sicher schon gehört, dass die bargeldlose Gesellschaft angestrebt wird. Dänemark kannst du fast nirgends mehr mit Bargeld bezahlen. In Schweden ist es, glaube ich, noch schlimmer sogar auch. Und so weiter. Da gibt es viele Dinge, verstehst du? Und du denkst, ja, aber das ist eine langsame, schleichende Entwicklung. Da werden wir noch lange Zeit haben. Weißt du, wie schnell manche Dinge passieren können, wenn der entsprechende Anlass gegeben ist? Und wenn du nicht gelernt hast, durch die Verheißungen zu leben, dann wirst du einknicken wie ein Strohhalm im Wind vor der Wucht dessen, was eines Tages auf dich zukommen wird. Und ich sage das mit dem größten Respekt und mit der größten Gottesfurcht verbunden. Aber ich glaube, dass viele Christen, die nie gelernt haben, sich auf die Verheißungen Gottes zu stellen und so zu leben, weil Gott es gesagt hat, werde ich es tun oder nicht tun oder werde ich weiterleben können, sie werden einknicken. Weil sie die Dinge nicht durchschauen wollen oder nicht durchschauen können. Aber wir sollten nicht so sein, wir werden nicht so sein. Amen. Verstehst du? Und dafür bin ich gerne bereit, jetzt schon einige Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Was für Einschränkungen? Dass nicht jeder uns toll findet, dass wir nicht das Geld haben, was wir gerne hätten und so weiter. Verstehst du? Ich lebe lieber nach den Verheißungen Gottes im finanziellen Bereich und erlebe immer wieder, dass es tatsächlich funktioniert, als dass ich in der Welt eine Party feiere und von einem weltlichen Arbeitgeber mich quasi aushalten lasse. Und bitte verstehe das recht. Also wenn du, die meisten von euch arbeiten irgendwo in der Welt, das ist alles gut und richtig. Amen. Aber innerlich solltet ihr bereit und willig sein, euch auf die Verheißungen zu stellen und so zu leben. Halleluja. 2. Petrus 1, 3 und 4. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat,
durch die genaue Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie Teilhaber der göttlichen Natur werdet. Wir haben angefangen, darüber zu reden, dass wir Teilhaber des Christus sein wollen und werden. Wenn wir denn den Anfang der Wirklichkeit, wenn wir den Anfang der Realität festhalten bis ans Ende. Jetzt heißt es hier, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch sie, durch was? Durch die Verheißungen, Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt ist, entflohen seid. Ich weiß, das ist ein ziemlicher Schlangensatz, ziemlicher Schachtelsatz. Petrus steht hier Paulus in nichts nach. Ja, Amen. Hast du auch schon mal gelesen im ersten oder zweiten Petrusbrief, dass Petrus feststellt, dass in den Briefen von Paulus manches schwierig zu verstehen ist? Nun, eigentlich, wenn du die Petrusbriefe liest, dann musst du sagen, auch dort ist manches nicht ganz einfach zu verstehen. Aber wahrscheinlich hat er das so gesagt, damit, um von sich selber abzulenken, oder? Und von der eigenen Kompliziertheit in Anführungsstrichen. Das ist schon ein ziemlich komplizierter Satz hier. Aber was machen wir mit komplizierten Sätzen? Was würdest du machen mit einem komplizierten Satz? Stell dir vor, deine Frau schreibt dir einen Liebesbrief. Und in diesen Liebesbriefen deiner Frau ist manches schwer zu verstehen, was die Ungelehrten verdrehen. Um es mit den Worten von Petrus zu sagen. Stell dir vor, aber du wärst der Geehrte, der von deiner Frau einen Liebesbrief bekommt und du liebst deine Frau wirklich. Ja, sie ist manchmal ein bisschen verschraubt, sie hat vielleicht ein paar Jahre zu lange studiert, aber damit musst du jetzt auskommen, du hast eben nicht ein Dummerchen geheiratet, sondern eine, die wirklich was auf dem Kasten hat, okay. Und deswegen liest du diesen Brief und ihre Schachtelsätze so oft, bis du sie verstanden hast. Oder? Du würdest nicht, wenn dein Schatzi dann nach Hause kommt und dich fragt, was hast du mit meinem letzten Brief gemacht, hast du den gelesen, dann würdest du nicht verlegen, dir den Kopf kratzen und sagen, ja, also die Begrüßung und den Schlussgruß habe ich gelesen, alles was dazwischen stand, war mir böhmische Dörfer. Dein Schatzi würde sich vielleicht überlegen, ob sie doch einen Griff in die falsche Kiste getan haben mit dir. Amen. Jetzt übertrag das mal aufs Wort Gottes. Hat Gott nicht ein Recht darauf, dass du das verstehen willst, was er gesagt hat? Ohne dass du es in einer verwässerten Übersetzung in modernes Deutsch so zurechtstutzt, dass nichts mehr übrig bleibt von dem, was da eigentlich stand? Hä? Es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen. Die Ehre der Könige ist es, sie zu erforschen. Halleluja. Lasst uns also das kurz tun mit dem ersten Teil dieser zwei Verse, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat. Bitte beachte, dass hier zwei Ebenen genannt werden, nämlich erstens alle Dinge, es steht in der Plural nicht einfach nur alles, sondern alle Dinge, zum Pros, im Griechischen Pros, die Präposition, die zum oder auf hin bedeutet, vor etwas stehen, zum Leben, Zoe im Griechischen, das schönere Wort, das schönste Wort im Griechischen für Leben, das Leben von ewiger Qualität, das wahre Leben, das Leben Gottes, das Leben, das sich wirklich diese Bezeichnung verdient hat. Amen. Zu diesem Leben hat Gott uns alles gegeben. Halleluja. Aber nicht erst im ewigen Leben, sondern auch zur Gottseligkeit. Du hast auf zwei Ebenen alle Dinge bekommen, die du brauchst für diese beiden Ebenen. Nämlich zum Leben, das entspricht Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, dass er gekommen ist, uns Leben zu geben, Zoe, und auch zur Gottseligkeit. Das ist der ganze fromme Anteil. Und weißt du, du kannst diese Dinge, bei Gott gibt es keine Trennung von diesen Dingen. Gott ist nicht zufrieden damit, dass du nur ein gottseliges Leben führst, aber in deinem ganzen restlichen Leben mangelt und fehlt es an jeder Ecke und an allen Enden.
Das ist nicht Gottes Wille und Plan. Sondern sein Wille und Plan ist, dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben, Zoe, das ist übrigens, Zoe ist nicht das ewige Leben in der Ewigkeit, sondern Zoe-Leben kannst du, ja sollst du jetzt schon hier haben. Deswegen kann Jesus sagen, ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Nicht erst im Jenseits, nicht erst in der Ewigkeit, sondern schon hier und jetzt sollen sie Leben haben und es im Überfluss haben oder noch dazu Überfluss haben, je nachdem, wie du es übersetzt. Halleluja! Ist Gott gut oder was? Kümmert sich Gott um uns oder nicht? Preist dem Herrn. Natürlich ist uns unsere Gottseligkeit auch ein Anliegen. Wie sollte es anders sein? Sonst wäre er nicht Gott. Aber bitte beachte auch, dass Gottseligkeit hier an zweiter Stelle kommt. Denn für dich, der du in Christus Jesus bist und die Gottseligkeit sowieso schon zu deinem Hauptziel gemacht hast, ist es manchmal doch eher so, dass das andere Leben hinten runterfällt. Oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich denke das immer wieder mal und ich weiß, dass es Pastorin Katharina auch nicht anders geht. Wenn wir die Wahl hätten, dass wir alles auf eine Karte setzen müssen und es im Raum steht, ob wir das auf die Gottseligkeit setzen oder auf das Leben in dieser Welt, dann weiß ich, wie meine Entscheidung ausfällt. Ich setze alles auf die Gottseligkeit. Amen. Und was natürlich dann logischerweise passiert ist, du kannst dich dann nicht mehr um alle Dinge des Lebens kümmern. Weil Gott aber nicht möchte, dass du zu kurz kommst, nur weil du die Gottseligkeit an die erste Stelle gesetzt hast, kümmert er sich auch um alle Dinge, die mit dem Leben zu tun haben. Was machst du sonst mit 1. Petrus 5, 6 und 7? So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Amen. Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch, nicht um euch. Ja, er macht sich keine Sorgen um dich, sondern er ist besorgt für dich. Amen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Gott sorgt sich nicht um dich, sondern er sorgt sich für dich. Manchmal sorgt er sich vielleicht auch um dich, aber das ist nicht das, was du anstreben solltest. Dass Gott sich Sorgen machen muss um dich. Oder dein Pastor sich Sorgen machen muss um dich. Amen. Meistens sind es eher die Pastoren, die das abkriegen wahrscheinlich. Deswegen hat Gott Pastoren eingesetzt auf der Erde, weil er sich keine Sorgen machen will um die Leute. Nein, das war jetzt eine rein fleischliche Pastor-Manfred-Erklärung. Ne? Kannst du gleich wieder streichen. Ja, musst du nicht ernst nehmen. Das war nur so eingestreut. Aber trotzdem kann man auch mal drüber nachdenken. Okay. Sind diese beiden Ebenen klar? Wir bestehen nicht nur aus Gottseligkeit. Verstehst du, es hat einen Sinn oder einen Grund, warum sie im englischsprachigen Raum so diese Redewendung geprägt haben. He is so heavenly minded that he is no good for this earth anymore. Also, er hat seinen Sinn so sehr auf den Himmel gerichtet, dass er für nichts mehr zu gebrauchen ist, was dieses Leben angeht. Das ist nicht unser Ziel. Amen. Sondern wir wollen bei aller himmlischen Gesinnung auch taugen für die Dinge dieses Lebens und nicht nur für sie taugen, sondern auch ein angemessenes, entsprechendes Leben haben. Deswegen sind uns die Dinge dieser Welt nicht egal. Ja, aber das widerspricht sich, Pastor. Man, für mich gibt es nur entweder oder, dann geh ins Kloster. Das ist der Grund, warum zu früheren Zeiten manche Menschen ins Kloster gingen, weil sie dieses Spannungsfeld nicht aushalten konnten oder wollten oder man ihnen weisgemacht hat, dass das gar nicht auszuhalten ist. Aber der Königsweg ist der, dass du dieses Spannungsfeld sehr wohl aushältst, weil du in der Welt bist, aber nicht von der Welt. Weil du in der Welt bist als Botschafter an Christi Stadt und er dafür sorgt, dass du auch ein anständiges Leben haben kannst, selbst wenn du dich nicht darum kümmerst und bemühst. Halleluja.
Das ist wiederum echtes Christentum. Ich trage mich ja schon lange mit dem Gedanken, mal eine längere Serie zu halten mit dem Titel Vintage Christianity oder so etwas, was man übersetzen könnte mit ursprüngliches Christentum, weil ich habe schon den Eindruck, dass man manchmal wieder einfach mal die Grundfesten klar machen muss. Was ist eigentlich, was verstehen wir eigentlich unter Christentum? Und dann müssen wir zurückgehen an die Wurzeln und sehen, wie frühere Generationen in früheren Jahrhunderten gelebt haben und Christentum verstanden haben. Natürlich gab es da manche Extreme und Irrwege, aber längst nicht alles war falsch, was diese Leute hochgehalten haben und wie sie versucht haben, ihr Leben zu führen. In Gottseligkeit und Gerechtigkeit. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Erkenntnis hier ist Epignosis, das griechische Wort für genaue Erkenntnis, exakte Erkenntnis, persönliche Erkenntnis. Mit anderen Worten, wenn du in den Genuss all dieser Dinge kommen möchtest, die Gott vorbereitet hat, die Gott gesetzt hat für dich als prägende Elemente deines Lebens und deiner Gottseligkeit, dann geht das nur darin, dass du ihn genau erkennst. Sprich, wenn du die Verheißungen suchst und erforschst, dann ist das ein Teil daran, dass du Gott erkennen willst. Halleluja. Weißt du, weil manchmal hört man so diesen Vorwurf, ja, ihr versucht für alles und jedes irgendwie eine Verheißung zu finden. Ist Gott für euch so eine Art Automat, wo ihr per Verheißung dann das rauslässt, was ihr meint, in der Verheißung gefunden zu haben? Verstehst du, wie so an diesen großen Süßigkeitenautomaten, wo du eine Reihe Snickers hast, dann hast du eine Reihe Mars, dann hast du eine Reihe Maltesers, dann hast du noch eine Reihe mit Cola-Dosen und so weiter. Und was, je nachdem, was du willst, kannst du dann sagen, ich möchte gerne eine Cola-Dose haben. Dann lässt du diese Cola-Dose raus. Kommt ihr so zu Gott mit euren Verheißungen? Erstens sind nicht wir die, die die Verheißungen gemacht haben. Zweitens ist Gott natürlich kein Automat. Drittens kannst du bei ihm auch nicht einfach einen Knopf drücken. Viertens, wie möchtest du denn leben in deiner Gottseligkeit? Fünftens, wie kommst du zu den Dingen, die du brauchst hier auf dieser Erde? Ja, der Mensch arbeitet. Versteht ihr? Und natürlich, wir spielen diese Dinge absolut nicht gegeneinander aus. Aber könnte es sein, dass Gott mehr von uns berufen hat zu einem Leben aus Glauben, als wir es im Moment wissen oder wahrhaben wollen? Okay. Es ist ein Bestreben nach genauer Erkenntnis Gottes, ihn durch die Verheißungen erfassen zu wollen. Du tust Gott keinen Zwang an. Du versuchst ihm nicht den Arm umzudrehen. Ich kann mich erinnern, manche Leute aus den Kreisen, wo ich früher mal verkehrt habe und die dann mit ein bisschen Argwohn auch beobachtet haben, jetzt geht er da auf eine Bibelschule in Berlin und die lernen da Wort des Glaubens und oh, das ist gefährlich, das ist Wohlstandsevangelium, da muss man aufpassen und so. Und als ich dann zurückkam und mit manchen dieser Leute Gespräche führte, hörte ich immer wieder einmal diesen Vorwurf, ihr versucht ja nur Gott den Arm umzudrehen. Also ihn dazu zu bringen, etwas zu tun, das er gar nicht tun will. Also den Menschen möchte ich mal kennenlernen, der Gott dazu bewegen kann, etwas zu tun, was er nicht tun will. Abgesehen davon, ist es ein Gott, den Arm umdrehen wollen, wenn du ihn bei seinem Wort nimmst? Wozu hat Gott sein Wort gegeben, wenn nicht dazu, dass du ihn beim Wort nimmst? Amen. Wozu versprichst du deinen Kindern Dinge, wenn nicht, weil du es auch einhalten wirst und willst? Wenn nicht, um eine Beziehung aufzubauen, wo am einen Ende das Kind, also der Empfänger ist, auf der anderen Seite du als der Geber, als der Versprechende, als der Verheißende, weil du möchtest, dass deine Kinder von dir Dinge bekommen, dir Dinge beziehen, die nur du ihnen geben kannst im Moment, auf gesunde Art und Weise. Was würdest du sagen, wenn deine Kinder eines Tages zu dir kommen, dich an eines deiner Worte erinnern und du müsstest ehrlichen Herzens sagen, ich weiß es nicht mehr und eigentlich bin ich auch nicht willens, das zu tun?
Später fällt dir wieder ein, dass du tatsächlich genau das zugesagt hast. Bei Gott sind wir da auf der sicheren Seite. Er weiß, was er gesagt hat. Und es wird ihn niemals gereuen. Amen. Und wenn er findet, dass du eine Sache jetzt vielleicht noch nicht haben solltest, dann wirst du darauf warten müssen. Verstehst du? Denn, und genau deswegen predigen wir nicht Gott als Automaten. Weil wenn du beim Automat dann zwei Fränkler eingeworfen hast und den richtigen Knopf gedrückt hast, manchmal drückt man ja auch den falschen Knopf, ist dir wahrscheinlich auch schon passiert, oder? Du hast dich auf deine kalte Cola-Dose gefreut, hattest genau noch zwei Franken, dann drückst du aus Versehen beim Snickers und was kommt raus? Unweigerlich das Snickers und nicht die Cola-Dose. Du wolltest die Cola, hast das Snickers bekommen. Aber deswegen predigen wir nicht den Automaten-Gott, weil Gott das nicht mit sich machen lässt. Verstehst du? Da steht ein Engel und sorgt im letzten Moment dafür, dass dein Daumen auf den falschen Knopf geht und du statt der Sache, die du haben willst, eine Charakterveränderung bekommst, die du dringend brauchst. Und dann hat es keinen Sinn, bei dem Automatenbetreiber anzurufen und zu sagen, ich habe eine Cola will. Du versuchst uns Gott wieder allzu plastisch darzustellen hier heute. Naja. Natürliche Analogien sind immer hilfreich. Es ist ein Teil deiner genauen Erkenntnis, dass du Gott versuchst zu erfassen in seinen Verheißungen. Halleluja. Du lernst ihn so besser kennen. Du erfährst zum Beispiel, dass Gott tatsächlich fast auf jede Frage des menschlichen Lebens in irgendeiner Form eine Antwort hat in seinem Wort. Ist Gott treu? Ist Gott ein Versorger? Ist Gott gut? Ist Gott ein Heiler? Ist Gott gnädig? Amen. Aber all das solltest du nicht nur im allgemeinen Sinn wissen oder im globalen Sinn, sondern du solltest es spezifisch wissen. Gott ist gnädig, weil er gesagt hat, kommt mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen, Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Deswegen kannst du wissen, dass es wirklich so ist. Nicht nur, weil du es so empfindest oder weil manche im Moment sehr intensiv darüber lehren. Amen. Dessen, der uns berufen hat. Durch die genaue Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Es hat etwas zu tun mit unserer Berufung. Du wirst am besten dort fahren und dort von Gott empfangen können und für Verheißungen einstehen können, wo es im Rahmen deiner Berufung stattfindet. Weißt du was? Ich muss euch das sagen heute Morgen. Ich habe mir noch nicht einmal Gedanken gemacht oder Sorgen gemacht darüber, wie wir nächstes Jahr in diese Räume einziehen werden, in die neuen. Warum? Warum nicht? Ich habe mir noch nicht einmal wirklich tiefere Gedanken gemacht oder Sorgen gemacht darüber, ob das unter Umständen aus irgendwelchen Gründen gar nicht mehr klappen könnte. Weißt du warum? Mir das so leicht fällt, weil das im Rahmen meiner Berufung läuft. Gott wird doch meine Berufung nicht abtreiben. Gott wird auch deine Berufung nicht abtreiben. Deswegen kannst du ihm im Rahmen deiner Berufung für alles Mögliche und manchmal sogar alles Unmögliche glauben. Schwierig wird es immer dann, ihm zu glauben, auch für Verheißungen, die er grundsätzlich gegeben hat, wenn es nicht deine Berufung betrifft. Ich glaube, Pastor Jens hat das auch schon mal erwähnt. Und er hatte früher ein Boot. Wir waren an dem Ort, wo er sein Boot hatte. Und er hat von diesem Boot erzählt. Aber jetzt hat er kein Boot mehr. Warum hast du keinen Glauben, Pastor Manfred, für ein Boot auf dem Bodensee? Weil ich gar keine Zeit hätte dafür. Ich habe keinen Glauben für ein Boot auf dem Bodensee im Moment. Wirklich nicht. Ja, könntest du nicht grundsätzlich Glauben haben für ein Boot auf dem Bodensee? Könnte ich. Amen. Alle Dinge, die zum Leben und zur Gottseligkeit dienen, hat Gott uns gegeben. Aber nicht, mein Leben ist nicht definiert über Bodensee, Sommer, Sonne, Strand und Meer. Verstehst du? Deswegen habe ich im Moment keinen Glauben für ein Boot auf dem Bodensee. Aber ich habe jeden Glauben dafür, dass wir auch weiterhin im vollzeitlichen Dienst stehen können, dass uns Türen geöffnet werden, hier und da und überall, Halleluja, dass diese Gemeinde wächst, dass diese Gemeinde keinen Mangel haben wird, dass der Herr diese Gemeinde aufbaut
und so weiter. Dafür habe ich jeden Glauben. Warum? Weil es im Rahmen meiner Berufung ist. Und ich versuche schon gar nicht mehr, außerhalb meiner Berufung irgendetwas zu tun. Weißt du, ich habe mir zwischenzeitlich schon überlegt, ob ich anfangen soll, mit Uhren zu handeln. Ja, also so Armbanduhren hier. Ja. Einfach noch so als Nebeneinkommen, als Nebenverdienst. Soll ich dir etwas sagen? Ich habe nicht den geringsten Glauben dafür. No way. Ich könnte es nicht tun. Sorry. Geht nicht. Untauglich. Unfähig zu so einem Geschäft. Warum? Weil es nicht zu meiner Berufung gehört. Ist irgendetwas falsch daran, das zu tun? Nein, absolut nicht. Tu jedes Geschäft, was zu deiner Berufung gehört und in den Rahmen deiner Berufung fällt. Hab Glauben dafür, sei gesegnet, preis dem Herrn, bring den Zehnten in die Gemeinde. Aber versuch nicht, dich auf Dinge auszurichten oder Dinge erlangen zu wollen, die nicht zu deiner Berufung gehören. Gott glauben zu können für die Erfüllung seiner Verheißungen, findet im Rahmen seiner Berufung statt. Durch Herrlichkeit und Tugend oder durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend, logischerweise, hat er das getan. Halleluja. Der uns berufen hat durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Bist du nicht froh, dass deine Berufung nicht abhängt von deiner Herrlichkeit und Tugend? Also als ich das heute Morgen so ein bisschen genauer noch studiert habe, ist mir von neuem klar geworden, ich kann so froh sein, dass meine Berufung und mein Berufensein nicht von meiner eigenen Herrlichkeit und Tugend abhängt, sondern von Gottes Herrlichkeit und von seiner Tugend. Und weil er ein guter Vater ist, hat er so viel Vertrauen in sich selbst, seine eigene Fähigkeit und seine eigene Brut, in Anführungsstrichen, dass er stets glauben kann, also das, was ich selber bin, das werde ich auch in meiner Nachkommenschaft produzieren können. Weißt du, so funktioniert Gott. Was er selber ist, das glaubt er auch in dir hervorbringen zu können. Er ist Herrlichkeit, er hat Herrlichkeit, er ist tugendhaft, er hat Tugenden, er wird sie auch in dir produzieren können. Weil sie natürlich zur Berufung dazugehören. Es gehört schon zu einer lebendigen Berufung dazu, dass du Herrlichkeit und Tugend anstrebst. Amen. Aber bitte mach niemals deine Berufung oder die Berechtigung zu deiner Berufung abhängig von deiner eigenen Herrlichkeit und Tugend. Sondern bewahre stets im Hinterkopf und im Sinn, dass seine Herrlichkeit und Tugend dich berufen haben. Halleluja. Und es deswegen möglich machen. Durch die er uns auch die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat. Jetzt kommt das Paket, das jeder von uns braucht. Halleluja. Wie willst du deine Berufung jemals erfüllen? Ohne diese kostbaren und größten Verheißungen, die seine Herrlichkeit und Tugend dir geschenkt haben. Verstehst du, vielleicht in Bezug auf die Berufung ist es uns noch klar, dass wir daran nicht selber beigetragen haben und nicht selber irgendwie uns auf die Schultern klopfen können. Aber jetzt kommen die Verheißungen ins Spiel. Wie können wir sicherstellen, dass wir dauerhaft und immer wieder aufs Neue an den Verheißungen teilhaben können? Dass sie sich verwirklichen in unserem Leben, dass sie zur Realität werden, weil seine Herrlichkeit und Tugend sie gegeben haben. Halleluja. Also auch das, deine Ausrüstung ist dir nicht zugekommen, weil du dich besonders gut verhalten hast. Ich meine, in der Armee, in der Rekrutenschule, habe ich eine Pistole bekommen, noch ehe ich den ersten Schuss abgegeben hatte. Ich hatte noch nie vorher wirklich geschossen, außer mit einem Luftgewehr im Garten von irgendwelchen Kollegen. Aber richtig geschossen mit 9 mm scharfer Munition, noch nie vorher. Und trotzdem hielten es die verantwortlichen Vorgesetzten im Militär für richtig, mir, dem Rekrut Rot, klang immer so komisch, eine Pistole zu überreichen. Und während meiner ganzen Zeit, wo ich diese Waffe besaß, während der Rekrutenschule und auch danach in allen Militärdiensten, habe ich mich nie gefragt, warum haben Sie mir dieses Ding anvertraut? Sie haben es mir nicht anvertraut, weil ich besonders gut schießen konnte,
was tatsächlich der Fall war, wie sich herausstellte, sondern weil sie fanden, durch unsere eigene Herrlichkeit und Tugendkraft dessen, dass wir die Schweizer Armee sind, geben wir diesem Soldaten hier eine scharfe Waffe in die Hand. Halleluja. Und so ist es auch bei Gott. Verstehst du, er ist die oberste Instanz. Er ist die oberste Armee. Kraft seiner eigenen Herrlichkeit und Tugend lässt er dir die Verheißungen zukommen, die kostbarsten und größten. Er hält nichts zurück. Preis dem Herrn. Halleluja. Das genügt für heute Morgen. Und hier setzen wir dann das nächste Mal wieder an. Und es geht natürlich noch weiter. Denn wir haben erst ein bisschen an der Oberfläche gekratzt. Halleluja. Preis sei dem Herrn. Bist du scharf auf die Verheißung geworden? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist ein Grund. Ich habe vorletzte Woche, habe ich ein E-Mail bekommen von jemandem, mit dem wir ein bisschen im Kontakt sind und so. Der hat auch ein Predigtabo von dieser Gemeinde. Und er hat mich erinnert daran, dass wir über ein bestimmtes Themenfeld gar keine Verheißungsschrift, also keine Schriftstellenliste im Internet haben. Ich habe dann kurz nachgeschaut und tatsächlich war es so. Über dieses Thema, und es ist ein wichtiges Thema, das er da ansprach, hatte ich keine Versliste erstellt. Und ich schrieb ihm dann zurück, da hast du tatsächlich recht, man kann auch nicht über jedes Thema eine haben, aber vielleicht werde ich, weil es ein wichtiges Thema ist, einen Mitarbeiter darauf ansetzen. Und das werde ich vielleicht in der Tat tun. Halleluja, einen Bibelschüler oder so. Preis dem Herrn. Bist du scharf darauf, die Verheißung Gottes kennenzulernen, sie zu verstehen und sie anzuwenden? In den Verheißungen und durch die Verheißungen zu leben. Ich kann dir sagen, es ist ein anderes Leben. Du fängst an, menschliche Krücken abzulegen. Das heißt, du wirst gar nicht mehr durch diese Krücken leben können. Verstehst du, Krücken, wenn du sie eine Zeit lang gebraucht hast, fühlen sich eigentlich ganz gut an. Und sie fühlen sich vor allem wichtig an. Du kannst nicht mehr ohne. Aber wenn die Verheißungen Gottes anfangen, für dich lebendig zu werden, dann wirst du diesen seltsamen Übergang auch erleben. Nämlich, jetzt habe ich doch da noch meine Krücke, aber die Verheißung sagt, ich brauche die Krücke nicht mehr. Und jetzt musst du dich entscheiden, die Krücke gehen zu lassen und die Verheißung ganz zu erfassen oder zu sagen, nein, ich probiere es noch ein bisschen länger mit Krücke und Verheißung. Aber das wird irgendwann schwierig und irgendwann wird der Heilige Geist kommen und die Krücke wegkicken. Und dann kannst du zwar protestieren und sagen, ah, meine Krücke. Und weil der Heilige Geist ein Gentleman ist, wird er sie höchstpersönlich wieder aufheben und dir geben. Die Frage ist, ob du es dann wirklich noch willst. Amen. Amen. Amen.